Herzlich willkommen, Mathieu Carrière. Hallo, herzlich willkommen. Lieber Herr Carrière, warum sind Sie ins Gefängnis gegangen? Warum haben Sie diese Gefängnisstrafe angetreten? Weil ich dadurch die Möglichkeit hatte, bei Ihnen aufzutreten. Ja? Also nur für Medienwirksamkeit. Wir sind ja die Letzten. Wir machen es ja lange nach der Knastaktion. Viele haben Sie ja, man hat das ja eben gesehen, vorher schon begleitet. Fotografisch, printmäßig und natürlich auch fernsehmäßig. Nein, Spaß beiseite. Mhm. Die Initialmotivation ist genau wie bei Herrn Böhm Wut gewesen. Ich finde, es ist unsere Bürgerpflicht, gegen absurde Gesetze und gegen irrationale Rechtsprechung zu kämpfen. Mhm. Und ich finde, wenn man in diesem Land zu letzten Endes 20.000 Euro Kosten verurteilt werden kann, weil man mit seinen Kindern zum Zauberer Hans Klock geht, dann ist irgendwas faul im Staate Dänemark. Der Hintergrund, und nicht nur im Staate Dänemark, der Hintergrund ist, Sie haben sich dort fotografieren lassen. Das habe ich nicht fotografieren lassen. Sie sind fotografiert worden. Genau, das ist ein großer Unterschied. Ja gut, aber hier ist jetzt, ich bin ja kein Amtsrichter und ich wäre ein Schlechter. Sondern ich will nur versuchen sozusagen klarzumachen, was der Hintergrund der ganzen Geschichte ist. Sie sind fotografiert worden. Ich behaupte ja nicht, dass Sie das Kind präsentiert hätten oder so. Sie sind fotografiert worden und das Bild ist auch gedruckt worden. Und hat Ihre Lebensgefährtin gesagt, das wollte ich nicht, du wusstest, dass ich das nicht wollte, jetzt verklage ich dich. Ja? Und dann sind Sie zu einem Ordnungsgeld verurteilt worden. 5.000 Euro. Menge Holz. Dann haben Sie gesagt, das zahle ich nicht. Und dann sind Sie anstatt Zahlen von 5.000 Euro für 10 Tage ins Gefängnis gegangen. Habe ich das richtig dargestellt? Richtig. Ja. Hätte es denn diese Öffentlichkeit gebraucht? Hätten Sie nicht einfach mit Ihrer oder mit der Mutter des Kindes sich einigen können? Hinterher ist man immer schlauer. Mhm. Ich habe verschiedentlich versucht, mich zu einigen. Ich habe verschiedentlich Sie gebeten, diese Fliegendreckklage zurückzunehmen. Mhm. Aber das ist nicht dazu gekommen. Mhm. Es geht um das Sorgerecht oder Umgangsrecht mit dem Kind. Sie wollen Ihre Tochter häufiger sehen, als Sie sie jetzt sehen dürfen. Es geht mir um Gleichberechtigung. Mhm. Es geht mir vor allem um die Rechte meiner Tochter. Mhm. Meine Tochter sollte das Recht haben, mit ihrem Vater in den Zirkus zu gehen. Mhm. Oder zum Zauberer. Das ist nicht möglich. Vielleicht können wir es, damit es ganz klar ist und für jeden nachvollziehbar. Wie ist die rechtliche Situation und was hätten Sie lieber? Was möchten Sie gerne? Ich hätte gerne das gemeinsame Sorgerecht mit der Mutter meines Kindes an unserer gemeinsamen Tochter. Und das kann sie Ihnen verweigern? In Deutschland bekommen Mütter, die nicht verheiratet sind, automatisch das alleinige Sorgerecht an den Kindern. Außer wenn sie sich geeinigt haben und beide das Sorgerecht haben wollen und das beide auch bekunden. Richtig. Die Mutter kann aber nach wie vor ihr Veto einlegen. Das heißt, Deutschland ist das einzige Land Europas, wo Mutterrecht herrscht in diesem Bereich. Mhm. Das kommt noch aus der Nazizeit. Und das ist so. Das steht sogar in der Verfassung. In der Verfassung steht, dass die Mutter den besonderen Schutz der Sozialgemeinschaft genießt. Nicht etwa das Kind, geschweige denn der Vater. Und Sie möchten gerne, dass das Ganze kindorientierter gemacht wird? Richtig. Weil bei aller Medieninszenierung geht es ja hier in der Hauptsache um das Kind. Es geht darum, dass wir so schnell wie möglich Kinderrechte durchsetzen. Mhm. Denn nur wenn die Menschenrechte für Kinder in diesem Land eingehalten werden, dann werden die Deutschen auch wieder mehr Kinder machen. Mhm. Ich meine, ich kann sehr gut verstehen, dass ein deutscher Mann sein Geschlechtsteil nicht mehr ungeschützt in eine deutsche Frau reinsteckt, denn das könnte ungeheuer schädliche Folgen für beide haben. Mhm. Ja. Vaterschaftstest wird jetzt strafbar gemacht. Mhm. Es gibt 4 Millionen Trennungskinder in Deutschland. Mhm. Die Hälfte dieser Kinder haben nach einem Jahr Trennung überhaupt keinen Kontakt mehr zum ausgegrenzten Elternteil. Das sind letzten Endes Katastrophenopfer. Hm. Und für diese Katastrophenopfer in unserem eigenen Land will ich kämpfen. Okay, ich verstehe das und halte das für ein Stück weit für nachvollziehbar. Wichtig ist für mich, dass sozusagen in dem Gespräch, in unserem Gespräch hier die sexuelle Komponente außen vor bleibt, weil wir hier aus der Richtung des Kindes diskutieren. Das ist das, was für mich interessant ist, weil das soll sozusagen das Subjekt der Berichterstattung sein. Aber Herr Kerner, wir wissen doch alle, dass
Kinder durch Sexualität entstehen. Ja, ja, ist schon klar. Ja, ja, aber ungeschützter Verkehr kann ganz andere Folgen haben. Da können wir getrennt mal drüber sprechen. Sie sind ja auch alleinerziehende Mutter. Sie haben das alleinige Sorgerecht. Das war aber nie strittig, weil Sie das Kind für sich haben. Ja. Also insofern ist ein völlig anders gelagerter Fall. Es ist wirklich ganz anders, ja, das stimmt. Aber ich meine nur, was du vorhin gesagt hast, es gibt natürlich auch den gegenteiligen Fall, dass die Kinder nie das Recht hatten, ihren Vater zu sehen, weil dieser Vater sich nie gerührt hat. Also da muss man auch das sehen im Rechte für die Kinder. Und da kann man einfach sehr schwer was machen. Wir müssen was machen. Wir müssen ganz schnell was machen. Sonst wächst wieder eine vaterlose Generation ran. Mhm. Wir müssen natürlich auch die Väter, wie der Vater deines Kindes, die müssen wir dazu zwingen. Nee, bei mir ist das nochmal eine andere Sache. Nee, bei mir ist das also, noch, also ich hab immer gedacht, also als ich mich jetzt damit auch beschäftigt habe und so ein bisschen versucht habe nachzulesen, und ich bin kein Jurist, sondern ich kann das nur mit mehr oder weniger gesundem Laienverstand versuchen nachzuvollziehen. Ich habe immer gedacht, man müsste die Eltern, und zwar völlig unabhängig davon, ob sie verheiratet sind oder nicht, man müsste sie zwingen, eine gemeinsame Lösung zu finden. Ja, das ist es. Du hast vollkommen recht. Und warum geht das nicht? Es wird schon praktiziert. Mhm. Leider hat der Richter Rudolf, den wir eingeladen hatten, heute abgesagt, der ist krank geworden. Ja, der praktiziert, der praktiziert seit 12 Jahren genau das. Der zwingt die Eltern, sich im besten Interesse des Kindes zu einigen. Und warum möchte sich die Mutter des Kindes nicht mit Ihnen einigen? Das weiß ich nicht, weil ich glaube, sehr wichtig ist, dass die deutsche Rechtsprechung und die deutsche Gesetzeslage die Mütter darin unterstützt, vor Gericht zu gehen, zu kämpfen, also zu streiten. Und dass deswegen die Frauen, meistens, es sind 87% der ausgrenzenden Elternteile sind, die Frauen, die fühlen sich vom Staat gefördert. Sie haben einen Heiligenschein auf. Die glauben, dass sie das Richtige für das Kind tun. Denkt die Mutter des Kindes vielleicht, dass der Vater ein schlechter Umgang für das Kind wäre? Richtig. Im vorliegenden Fall? Das wird ihnen eingeredet. Das wird ihnen eingeredet. Und es wird ihnen eingeredet von den Jugendämtern. Mhm. Die Richter meinen es sowieso, dass die Mutter in diesem Deutschland der bessere Elternteil ist. Und das ist so schade, weil es sind wirklich Millionen von Kindern. Ich rede gar nicht von den Großeltern, die betroffen sind. Die Großeltern fangen jetzt allmählich an, sich zu organisieren. Die dürfen ihre Enkelkinder nicht sehen. Und die haben viel Zeit, die haben viel Geld. Das wird eine sehr, sehr mächtige Lobby. Die Geschwister, die Halbgeschwister, die Verwandten, es herrscht ja Sippenhaft in Deutschland. Im Falle dieser ausgegrenzten Elternteile. Also wir haben bei uns im Publikum eine Kinderpsychologin sitzen, eine Familienrechtsgutachterin. Die Dame heißt Frau Dr. Kalinowski-Tschech. Ich habe den ganzen Namen aufgeschrieben, da kann man Ihnen auch sagen. Frau Kalinowski, sehr schön, dass Sie bei uns zu Gast sind. Ich habe erstmal eine Frage zu diesem medien- und öffentlichkeitswirksamen Auftreten von Mathieu Carrière. Das Kind ist wie alt? 8 Jahre alt? Acht Jahre alt. Meinen Sie, dass seine Tochter darunter leidet, dass er die Sache in die Öffentlichkeit zerrt? Also, man muss da unterscheiden. Entschuldigung, ich bin etwas erkältet. Zwischen der Verstandesebene. Sie können einem Kind in dem Alter sicherlich vom Verstand her erklären, ich mache das aus den und den Gründen. Auf der Gefühlsebene, emotional, ist das für die Kinder aber anders. Auf der Gefühlsebene wünschen sich alle Kinder, dass Frieden zwischen den Eltern herrscht, dass die Eltern sich vertragen wieder. Von daher ist so eine Wirkung in der Öffentlichkeit natürlich kontraproduktiv. Das heißt, es ist eine neue Spirale im Kampf der Eltern gegeneinander. Das wünschen Kinder überhaupt nicht. Was glauben Sie, was im vorliegenden Fall das Beste wäre? So, aus der Distanz natürlich betrachtet, und Sie kennen den Fall nicht im Detail. Personen äußern, die ich nicht kenne. Aber in der Regel ist es immer zu empfehlen, dass die Eltern sich einigen. Das heißt, auch wenn Sie jetzt sagen, ich weiß nicht warum, das Gespräch suchen und nicht das an das Kind herantragen, sondern die Eltern müssen auf der Elternebene versuchen, das zu klären. Ihre eigenen Verletztheiten zurückstecken. Wir hatten uns fest vorgenommen, sozusagen für dieses Gespräch aus der Kindersicht das Ganze zu machen, weil uns das Wichtige schien. Was glauben Sie, was wäre für dieses Kind und für Kinder im Allgemeinen das Allerbeste? Also das ist ganz klar zu beantworten. Für die Kinder ist es immer das Allerbeste, wenn die Eltern es schaffen, auch nach einer Trennung friedfertig zu sein. Also zunächst mal zum Beispiel sich freundlich begrüßen zu können. Das ist ja für viele Eltern schon mal ein großer Schritt. Und darüber hinaus auch die Belange des Kindes regeln zu können, als Eltern weiterhin. Das ist ganz wichtig. Das ist das, was die Kinder sich wünschen, dass die Eltern eine Einheit bleiben können als Eltern. Sind getrennte Eltern, die gut miteinander umgehen, genauso gut wie Eltern, die noch zusammen sind? Und vielleicht zu Hause hin und wieder streiten oder häufiger? Also
Das ist eine ganz schwierig zu beantwortende Frage, weil da werden verschiedene Ebenen miteinander verglichen. Die Kinder, die ich in meiner Praxis erlebe, und das sind viele hundert in den Jahren gewesen, wünschen sich immer wieder, dass die Eltern zusammenkommen. Und selbst Kinder, deren Eltern seit vielen, vielen Jahren hochstrittig getrennt sind und wo man das überhaupt nicht erwarten würde, weil auch für die Kinder klar ist, die Eltern sind so zerstritten, es geht nichts mehr. Dennoch sagen die als Wunsch, wir möchten, dass Mama und Papa zusammen sind. So, wenn Kinder in einer stabilen Familie erleben, die Eltern streiten sich und vertragen sich wieder, dann ist das eine wunderbare Erfahrung. Das heißt, man kann sich streiten und wieder vertragen. Wenn Kinder erleben, die Eltern streiten sich und trennen sich, ist das eigentlich der GAU für ein Kind, das schlimmste Ereignis, weil diese Einheit Eltern wird auseinandergerissen. Haben Sie Angst davor, dass Elena Ihnen später mal vorhält, dass Sie mit der Aktion so öffentlich geworden sind? Wir haben ja darüber gesprochen. Ich habe auch mit Bettina darüber gesprochen. Das ist die, Mutter des Kindes. So. Natürlich. Wir haben uns geeinigt, dass wir gemeinsam mit Elena nach meinem Knastaufenthalt darüber sprechen. Wie haben Sie sie erklärt? Wir haben sie erklärt, Elena weiß, dass ich für Gleichberechtigung kämpfe. Mhm. Und das unterstützt übrigens auch Bettina inzwischen. Mhm. Und findet das richtig, dass ich mich öffentlich einsetze für die entrechteten Kinder. Mhm. Mhm. Und es geht eigentlich sehr gut. Also wir klären unsere Tochter gemeinsam auf. Mhm. Wie du es formuliert hast, fand ich sehr gut. Man kann in der Trennung vereint bleiben für die Interessen des Kindes. Jetzt, ich muss einfach für mich nochmal einen Schritt zurückgehen, weil ich möchte immer aus der Sendung rausgehen und alles verstanden haben. Wenn ihr euch doch gut versteht und miteinander redet und einen Kampf offensichtlich gemeinsam in die gleiche Richtung führt, warum muss man sich dann streiten und einer muss für 10 Tage in Bau? Oder habe ich jetzt irgendwie den Schuss nicht gehört? Die Anwälte wollen ja auch ihren Schnitt machen. Bitte? Die Anwälte wollen ja auch ihren Schnitt machen. Nein, das reicht mir nicht. Das geht nicht. 40 strafbewährte Unterlassungserklärungen? Ja. Ja, die hat die Bettina gar nicht alle unterschrieben. Die hat denen eine Blankovollmacht gegeben. Oh, naja. Also dann reden wir doch mal ganz kurz über den Aufenthalt da in der Haftanstalt. Wie war das denn da? Hat sich das gelohnt? War das die Sache wert? Oder haben Sie schon nach 1-2 Tagen dann gedacht, was gebe ich mir hier eigentlich? Also für mich war es eine Mischung aus KKK, Kloster, Krankenhaus und Kaserne. Ich kann mich an dieser Stelle bedanken bei den Vollzugsbeamten. Ich bin fair behandelt worden und bin auch von den Kollegen, also von den anderen Häftlingen, sogar freundlich behandelt worden. Die haben mir geholfen, mich zurechtzufinden. Schrecklich war nur das Schicksal der anderen, denn die wissen nicht, wann sie wieder rauskommen. Die sitzen in Untersuchungshaft, teilweise 6 Monate, 1 Jahr, 2 Jahre. Und wenn die morgens aufwachen, dann wissen sie nicht, wie oft sie noch in diesem Loch aufwachen müssen. Ja gut, aber das ist wieder ein anderer Kampf für verbesserte Haftbedingungen. Das ist dann die nächste Geschichte. Nee, verbesserte Haftbedingungen. Die Haftbedingungen sind okay. Ah, okay. Wir müssen oder für kämpfen. Schnellere Verfahren. Wir müssen kämpfen, ja. Na, aber jetzt kämpfen Sie eine Revolution in der deutschen Justiz. Die deutsche Justiz ist eine Katastrophe. Ja, aber Verzeihung. Es okay, Entschuldigung. Nein, 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 ich meine, es ist... man kann das ja sagen öffentlich und man kann entsprechende sein Abstimmungsverhalten dahingehend verändern und dann bei den nächsten Wahlen. Ja, Richter kann man eben leider nicht absetzen. Ja, aber man kann ja Menschen, die Gesetze machen, wählen oder nicht wählen. Richtig. Aber da man muss sich ja sicherlich keine Aufklärungsarbeit leisten. Was haben Sie im Gefängnis über sich selbst gelernt? Haben Sie auch diese Zeit genutzt, um nachzudenken und die Richtigkeit dieser ganzen Aktion vielleicht zu hinterfragen? Ich hatte mich schon vor 2 Jahren entschlossen, in den Knast zu gehen. Ich wollte ein Zeichen setzen und ich wollte auch durch das Leiden, was ich auf mich nehme, den 6 Millionen Trennungsvätern, denen es viel schlechter geht als mir, weil die nicht die Möglichkeit haben, sich zu äußern. Ja, oder weil sie ihre Kinder noch weniger sehen können als ich. Da gibt es viele, die ihre Kinder seit 10 Jahren nicht gesehen haben, die sich umgebracht haben, die wirtschaftlich sich ruiniert haben, dann wird eine Massenvernichtung praktiziert in Deutschland. Das sind große Worte. Aber die Zahlen stimmen. Die Zahlen sind ja. Ja, Massenvernichtung ist ein großes Wort. Ich werde ein bisschen vorsichtiger. Aber Anwerten. Natürlich. Okay. Das Geld, was meine Tochter eines Tages erben soll und wird, hat der Anwalt schon. Oder die Justizkasse. Bitte?
Ich bewerte das ja nicht, sondern ich habe Interesse an diesem Thema. Also ich finde es wirklich interessant und ich habe sogar das Gefühl, dass wir da juristisch nicht am Ende sind. Also dass da vielleicht Bewegungen möglich sind oder notwendig sind, ja, vielleicht sogar. Ich bin mir, wenn ich das bitte nicht als Kritik verstehen, sagen darf, nicht ganz sicher, ob der eingeschlagene Weg der richtige ist und ob das nicht sozusagen im Gespräch mehr Resultat zu erzeugen ist als in der Konfrontation. Aber das ist meine persönliche Meinung. Weißt du, was in der Verfassung steht? Mhm. In der Verfassung steht im Artikel 6, dass der Gesetzgeber so schnell wie möglich die unehelichen Kinder den Ehelichen gleichstellen soll. Wann ist die Verfassung geschrieben worden? Das ist schon ein paar Jahre her. 49. Mhm. Wann haben Sie das Gesetz verbessert? 50 Jahre später. Das heißt, 50 Jahre hatten unverheiratete Väter null Rechte. Aber dann ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung gemacht. Ich will aber nicht 50 Jahre warten und meine Kinder wollen auch nicht 50 Jahre warten. Ich bedanke mich für den Besuch und ich hoffe, dass die Kinder eine gute Lösung bekommen. Und das ist das Wichtigste. Danke, Matthias Hallier.